Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, die Hauptquest steht wieder mal auf der Agenda, die Sucherin vor den Toren. Sprich mit Maria in Mutterkrone. Wir können uns ja erstmal im Questreiter mal genau ansehen, um was es sich da handelt. Hauptquest, eine Sucherin vor den Toren. Um die Verschwörung gegen sie zu enträtseln, muss Aloy das heilige Land des Nora-Stammes verlassen. Aber verdorbene Maschinen stehen ihr im Weg. Hui. Okay, wir müssen mit Maria in Mutterkrone reden. Wenn wir da auf jeden Fall mal hinreiten, das ist ja auch nicht mal so weit weg. Also im Vergleich zu dem Weg, den ich letztens mal offscreen vor der Folge gemacht habe. Das waren ja mindestens, ja, wie lange bin ich gelaufen? 20 Minuten? Komm zu mir. Aber ich habe ein paar Maschinen mitgemacht, weil das einfach der Kampf, das Kampfsystem einfach so mega bockt. Ja. Auch lange Strecken und so. Das sind ganz nice. Auch wenn es mit Reittier ziemlich einfach ist, hier die Strecken zu überwinden, muss ich schon sagen. Ich meine, es gibt ja auch diese Schnellreisepakete, wo man da quasi den Lagerfeuer, den man schon entdeckt hat, reiten, also gesagt, springen kann. Also so teleportieren quasi. Aber es reizt mich gar nicht. Ich reite nur. Das ist doch nicht normal. Eher wie ein Militärlager aus. Ich reite viel lieber. Dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Oder besser gesagt, ich laufe viel lieber durch die Gegend. Ich hätte dort nicht sein dürfen. Oh, diesen Typen. Viele Verwundete. Was ist denn schwer? Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Was? Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher. So fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete. Bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Brutstätte? Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Okay. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen... Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Hätte man mich nicht bestraft. Wo ist diese Brutstätte? Ich will da einfach hin. Ich will wissen, was da drin ist, wenn man da rein kann. Ich meine, wir werden uns schon durchschlägern, oder? Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen, nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Unsere eigene Entscheidung. Ich wollte gerade die Hauptquest weitermachen. Die Heldin von Teufelsleid. Aber... Es bockt mich wirklich da reinzugehen jetzt. Wundert. Brutstätte Sigma. Erkunde die Brutstätte und lüfte ihr Geheimnis. Ja, will ich! Da kriegen wir ein Sigma. Und was ist ein Sigma? Ich will es wissen. Das machen wir. Komm her, Mädchen. Ich will dich kennenlernen. Neugierde ist für Freunde. Nicht hier mag es nicht viel bedeuten, aber die Erzmutter arbeitet. Wer will mich kennenlernen? Warum labert ihr alle durcheinander? Was du? Schnee. Hier draußen. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft. Sie ist. Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Was?
Schlimmeres als der Tod? Schreib mir das. Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Okay. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Okay, was genau soll das jetzt heißen? Ein konkreter Auftrag, bitte. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Ja, genau. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Waren wir doch schon. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Da gibt's aber leider eine blöde... Es tut weh, aber ich habe daraus gelernt. Einen blöden Fakt. Teufelsdurst ist fucking weit weg. Teufelsdurst ist doch ganz da oben, oder? Teufelsdurst nicht hier irgendwo ganz da oben? Das ist Teufelsdurst, oder? Oder wo war Teufelsdurst nochmal? Da waren wir doch schon. Teufelsdurst war irgendwo hier oben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber nee, das machen wir gerade nicht. Wir wollten da hoch. Ist hier noch irgendjemand, der mit uns reden will? Hier ist ein Händler. Wir gucken, was der hat. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Mal gucken. Grenze überschreiten? Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt, Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen. Aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian. Sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit. Doch ihr neuer König hat sie verboten. Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Das ist auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Handeln, okay. Gefällt dir was davon? Natürlich. Natürlich. Ah, das entscheide ich. Das haben wir leider alles schon. Tut mir leid. Outfits. Das tut mir wirklich leid, aber das haben wir alles schon. Obwohl, hier gibt es... Hä? Der hat hier deutlich andere Preise. 1000. Boah. Alter. Wir kommen wieder, wenn wir Geld haben. Das steht dir gut. Und es schützt dich vor dem Gift, das diese verdorbenen Maschinen absondern. Was? Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Was war das für ein random Satz? Warum ist da noch eine Quest? Was ist denn überhaupt los? Da ist noch eine! Für Leben-Quest bitte. Wir werden das Land noch länger nicht verlassen, Leute. Hi. Kriegerin. Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ach ja. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Ja, doch. Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser heute. Mal sehen, was ich finde.
Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Alles klar. Jetzt sollen wir Schweine schlachten gehen für den Typ hier, oder wie? Ja gut, okay. Ja, hi. Hast du auch eine Quest für mich? Hi. Hallo. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Ja, doch. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Jagdgebiete? Ich kenne die Jagdgebiete. Ein paar Sonnen. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit 3 verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Oh, wie provozierend der einfach redet. Schön. Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal, aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Okay. Provozierst du jeden, mit dem du redest? Ja, siehst du mal. Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Schön, aber ich habe eigentlich nicht wirklich Bock auf Jagden. Ich weiß nicht. Damit die Verteidigung hält. Machen wir aber noch. Ah, Sona, hi. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut, wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Aria-Linsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Natürlich. Wie wenn wir 2 Quests davon instant gemacht haben, weil wir das Zeug schon dabei hatten. Zurück. Es ist jetzt ja noch jemand, der irgendwas für mich zu tun hat. Irgendwas Unwichtiges. Nee, ne? Okay, dann gehe ich mal weiter meiner Quest nach. Zur Brutstätte Sigma. Oh Mann, eine Reitmaschine kann hier noch nicht genutzt werden. Jetzt hier? Ja, doch, okay. Wo ist er denn? Hallo, Pony! Pony? Nein. Wo bist du denn hergekommen, bitte gerade? Da hoch oder wie? Na gut, soll nicht mein Problem sein. Wir reiten erstmal. Ach, das will ich haben. Hallo, absteigen. Dankeschön. Das ist sehr wichtig. Lagerfeuer immer mitnehmen, Leute. Weil, ich meine, erstens ist es ein Schnellspeicherpunkt, weil das Spiegel wieder mal abkackt oder die Aufnahme wieder mal abkackt oder pipapo. Und zweitens, man kann dann immer wieder hin schnell reisen. Obwohl wir noch kein einziges Mal in diesem Spiel schnell gereist sind. Und ist wahrscheinlich auch nicht mehr. Yes. Alles klar. Davon sind wir schon. Wächter, ey, die Wächter können mich mal. Ja, das ist auch alles okay. Okay, solange kein Sägezahn oder so rum schwirrt durch die Gegend. Das sollte aber leicht gespielt. Was ist das denn? Ein Wildschwein. Ein Eber. Da war ja auch eine Quest, ne? Können wir nicht weiter? Ach man, kannst du hier nicht runterspringen oder wie? Hast du Schiss? Okay. Verstehe ich aber. Wahrscheinlich hat er keine gute Fiederung und deswegen taut er sich das nicht zu. Was ist das denn? Achso, das ist ein. Gras. Lassen der Graser mal Graser sein. Laufen wir. Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Ja, und wie?
Gib mir das, dann mach ich's. Was habe ich gerade entdeckt? Habe ich gerade was entdeckt? Irgendwo ist nur mit Grasern angezeigt. Ich guck mal auf das Notizbuch. Maschinenkunde, Lanzenhorn. Ach, kann ich das schon? Was sind die Graser? Die waren ganz am Anfang, oder wie? Na komm, hier Graser. Überbrückung ist gesperrt. Wie kriege ich denn die das erste Mal überbrückt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt werde ich mal zwischen den Aufnahmen mich mal informieren, wie das genau funktioniert. Jetzt wollen wir erstmal die Quest nachgehen. Wir haben schon viel genug Geplänkel, Leute, gehabt mit Quatschen und so. Wir wollen jetzt endlich mal die Quest. Was ist das denn? Ah ja. Das sind nur Wächter. Das ist ja alles okay. Aber was ist das für eine fette Tür? Ernsthaft? Was ist das? Finde den Eingang. Joa, wo ist der wohl? Also, sehe ich nicht hier. Nee. Was soll ich scheiße? Finde den Eingang. Der Eingang ist doch vorher das große fette Teil. Hui. Das muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Es muss einen Weg reingehen. Irgendwo. Komm her, you come. Ich schalte die einzeln aus. Was ist das? Plünderer. Ich hab keinen Bock auf Plünderer. Warum kommen jetzt beide? Ach, fuck you! Oh, scheiße! Ich war im Scan-Menü drin! Im Scan-Menü kann man keinen schönen Schlag ausführen. Das wusste ich nicht. Guck her! Guck doch her! Mal verfehlt. Weg. Hui. Okay, das ist ein heftiger Kampf. Das wird ein heftiger Kampf. So, wir werden sie einsetzen. Was? Metallbolzen. Was ist das denn? Craft ich gerne nach. Was brauche ich dafür? Mir fehlt irgendwas, egal. Das kann man gut einsetzen. Ich würde noch informieren, was man dafür braucht. Also rein in die Nachcraften. Was habe ich denn? Was fehlt mir denn? Mir fehlt. Scheiße. Ich will das Zeug da vorne. Das Zeug. Fick dich. Geh weg! Ein Holz! Er hätte auch Feuerpfeile nehmen können, aber ich habe eigentlich keine Lust. Wo ist der Tutsi? Kommt noch jemand oder kann ich gehen? Lass mich in Ruhe? Okay, dann gehe ich drauf zu, ne? Was ist das hier? Hier ist noch eine Heilbeere, ganz verlockend. Ja, ist nicht schlimm. Oh Gott. Was für eine Tür. Aber wie kriegt man sie auf? Leute, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. In der nächsten Folge werden wir in die Hölle gehen quasi, in die erste Brutstätte. Ich weiß nicht, wie groß es da drin ist, was da drin alles zu machen ist, weil das ist nur ein kleiner Batzen an Maschinen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber wir werden es in der nächsten Folge machen. Ein kleiner Cliffhanger von mir an dieser Stelle, ja. Ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Rayon